Good morning, my dear friends. Today is the 3rd of June, 1996. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Heute ist der 3. Juni 1996. When you practice breathing in and breathing out, we should allow our breathing to be natural. Wenn wir einatmen und ausatmen üben, dann sollten wir unserem Atem gestatten sein, ganz natürlich zu sein. We have no intention to force our breathing in a way we like it to be. Wir haben eine Tendenz, unseren Atem in die Form zu zwingen, die wir gerne hätten. You breathe normally. The only thing you do in the moment is to pay attention to your breathing. Wenn man normal atmet, dann ist das Einzige, was man im Augenblick tut, auf den Atem achten. Breathing in, I know, I'm breathing in. I'm breathing out, I know, I'm breathing out. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. It is like the sun. Shining on the vegetation, the sun does not try to interfere with the vegetation. It just shines the light on the vegetation. Es ist, als würde die Sonne auf unsere Meditation scheinen. Die Sonne möchte sich nicht in die Meditation einmischen, sondern einfach nur Licht auf die Meditation werfen. But the sunshine will have a very great influence on the vegetation, even if it does not want to intervene. Aber die Sonne hat einen großen Einfluss auf alles, was wächst, auf die ganze Vegetation, selbst wenn sie sich nicht einmischen will. You may like to practice mindful breathing in the sitting position or even in the lying position. Sie können Meditation in der Sitzhaltung üben, aber sogar auch im Liegen. Enjoy breathing and pay attention to your in-breath and out-breath. Genießen Sie Ihr Atmen und achten Sie auf das Einatmen und das Ausatmen. Breathing like that may be a very pleasant thing to do. So zu atmen kann etwas sehr Genussreiches sein. Breathing like that can bring you a lot of happiness. So zu atmen kann Ihnen eine Menge Glück bringen. Provided that you do not struggle with your breathing. Vorausgesetzt, dass Sie nicht mit Ihrem Atem kämpfen. If you struggle with your breathing, you get tired very soon. Wenn Sie mit Ihrem Atem kämpfen, dann werden Sie sehr bald recht müde. For those of us who know asthma, who have had asthma crisis, we know that to breathe normally is great happiness. Diejenigen unter uns, die Asthma kennen, die schon einmal einen Asthmaanfall erlebt haben, die wissen, dass normal atmen ein ganz großes Glück ist. So sitting there, or lying there, and enjoy breathing in and breathing out may be a very pleasant thing. Einfach nur zu sitzen oder zu liegen und das Einatmen und das Ausatmen zu genießen kann etwas sehr Wundervolles sein. And if you continue for a few minutes, you will notice that the quality of your breathing is greatly improved. Und wenn Sie das nur für einige Augenblicke tun, dann werden Sie merken, dass die Qualität Ihres Atmens sich sehr verbessert. Your breathing will become deeper, slower, more harmonious, even if you don't want it to become deeper, slower and more harmonious. Ihr Atmen wird tiefer, langsamer und harmonischer. Selbst wenn Sie gar nicht die Absicht haben, dass Ihr Atem tiefer, langsamer und harmonischer wird.
And the quality of your breathing will help improve also the quality of your body and of your spirit. Und die Qualität ihres Atems wird auch dann die Qualität ihres Körpers und ihres Geistes verbessern. In the practice of meditation, there are three elements that go together: body, breath, and spirit. In der Praxis der Meditation kommen drei Dinge zusammen, arbeiten drei Dinge zusammen: Körper, Atem und Geist. And during the practice, the three come together to be one. Und während der Übung kommen die drei zu einer Einheit zusammen. If the quality of one has been improved, the quality of the two others will be improved at the same time. Und wenn sich die Qualität eines der drei verbessert, dann verbessern sich automatisch auch die anderen beiden. Your sitting position can influence greatly your breathing and your spirit. Das heißt, Ihre Sitzhaltung kann Ihr Atmen und Ihren Geist wesentlich verbessern. You have to recognize the best sitting position you have, and you just enjoy that sitting position. Sie müssen die für sich beste Sitzposition herausfinden und dann das Sitzen genießen. You may enjoy the lotus position, the half lotus position, or the chrysanthemum position. Vielleicht mögen Sie die volle Lotushaltung oder die halbe Lotushaltung oder die Chrysanthemenhaltung. You may like to ask what is the chrysanthemum position. Vielleicht fragen Sie sich, was die Chrysanthemenhaltung ist. That is the position that is most fit to you. You have to find it out. Das ist die Haltung, die für Sie am besten funktioniert. Die müssen Sie selber herausfinden. You may need one pillow, one cushion or anything, but try to find out the best position you might have while sitting. Vielleicht brauchen Sie ein besonderes Kissen, ein höheres Kissen oder eher niedrigeres Kissen, aber finden Sie für sich die Haltung heraus, die Ihnen gemäß ist. If you have found your chrysanthemum position and then sitting for half an hour will not be a problem at all. Wenn Sie also diese Chrysanthemenhaltung für sich herausgefunden haben, dann wird auch ein halbstündiges Sitzen überhaupt kein Problem mehr sein. And it is exactly like in the case of breathing, your sitting should be effortless. You don't have to struggle with your sitting. Und es ist ganz genauso wie bei dem Atmen. Auch das Sitzen muss mühelos sein. Sie dürfen nicht mit Ihrem Sitzen kämpfen müssen. Remember when you were in your living room watching television, you always try to have the best position in order to enjoy the television program. Denken Sie an Ihr Wohnzimmer, wenn Sie Fernsehen schauen. Sie versuchen immer die bequemste Haltung einzunehmen, um das Fernsehschauen zu genießen. In sitting position you do the same. You find out the best kind of position when you can enjoy your breathing and your being there. Und in Ihrer Sitzhaltung, in Ihrer Meditation tun Sie ganz genau dasselbe. Sie finden die bestmögliche Haltung, in der Sie atmen können und einfach da sein können. For many of us, sitting in an upright position is the best and most comfortable position that you might obtain. Für die meisten von uns ist eine aufrechte Sitzhaltung die beste und auch die bequemste Haltung. Because in that upright position you feel the stability of your body. Denn in der aufrechten Sitzhaltung fühlt man die Stabilität des Körpers. You may stay in a position for quite a long time without feeling tired.
Und vielleicht können Sie in dieser Haltung dann recht lange sitzen, ohne sich zu erschöpfen. But sitting in an upright position does not mean you have to struggle in order to do so. Aber aufrecht sitzen heißt nicht, dass man sich zwingen muss, dass man kämpfen muss, um diese Haltung aufrecht zu erhalten. In the upright position, you might still be totally relaxed. Man kann aufrecht sitzen und gleichzeitig völlig entspannt sein. You release all muscles, you release all tensions in all the muscles from your face down. Man löst alle Muskeln, man löst alle Spannungen in den Muskeln, vom Gesichtsmuskeln angefangen bis nach unten. We have to learn the techniques of total relaxation in order to be truly relaxed during the sitting time. Und wir müssen die Methoden lernen, uns tief zu entspannen, um in der Meditationshaltung entspannt sitzen zu können. For the muscles on your face, you need only to smile in order to relax all of them. Bei den Gesichtsmuskeln braucht man bloß zu lächeln und sie sind alle entspannt. Breathing in, I am smiling. Breathing out, I am smiling to all the muscles of my face. Einatmend lächle ich, ausatmend lächle ich allen meinen Gesichtsmuskeln zu. There are about 300 muscles on your face. Es sind etwa 300 Muskeln im Gesicht. Every time you get angry or worried or afraid, all of them become very tense. Jedes Mal, wenn man sich Sorgen macht oder zornig wird oder Angst hat, dann verspannen sie sich alle. But if you know how to breathe in calming, breathe out smiling, all these 300 muscles will be relaxed right away, like a miracle. Aber wenn Sie es verstehen, beim Einatmen sich zu beruhigen und mit dem Ausatmen zu lächeln, dann entspannen sich all die 300 Muskeln Ihres Gesichtes wieder. And after that you go down to the muscles on your shoulders and breathing in, you are aware of these muscles. Breathing out, you smile to these muscles. Und dann gehen Sie weiter zu den Muskeln Ihrer Schulter. Und einatmend bin ich mir der Muskeln meiner Schulter bewusst. Ausatmend lächle ich Ihnen zu und entspanne Sie. It takes only a few minutes for you to relax all the muscles from your face down to your feet. Es braucht nur einige Minuten, um alle Muskeln vom Gesicht bis zu den Füßen zu entspannen. I would like to advise you not to hold your hand up like this during sitting, because holding them up like this, you need a little bit of effort. Und dann möchte ich Ihnen den Rat geben, die Hände nicht so beim Sitzen so nach oben zu halten, denn um sie in der Position zu halten, brauchen Sie ein bisschen Mühe. So you just let it fall down and enjoy the position of your hand laying on your lap. Lassen Sie sie einfach sinken und genießen Sie die Haltung, die die Hände einnehmen, wenn sie in Ihrem Schoß liegen. If you know how to relax all the muscles on your body and only keep the upright position, you'll be able to stay in the sitting position for quite a long time without feeling tired or the pains on your back. Wenn Sie es auf die richtige Weise lernen, sich zu entspannen, dann können Sie in der aufrechten Meditationshaltung sehr lange Zeit sehr bequem sitzen, ohne dass es zu Ermüdungen kommt und ohne dass Sie Rückenschmerzen kriegen. If you feel a headache, or if you feel the pains on your shoulders, or your chest, that is because you have been struggling in order to sit.
Wenn Sie Kopfschmerzen bekommen, wenn sich Ihr Nacken versteift oder wenn Sie Schmerzen in der Brust bekommen, dann ist das ein Zeichen, dass Sie kämpfen mussten oder kämpfen müssen, um die Position zu halten. Sitting is a matter of enjoyment. It's not a matter of struggle. Sitzen ist eine Frage des Genießens, keine Frage des Kämpfens. Sitting and breathing is like going home. Sitzen und atmen ist wie ein Fest, wie ein Heimkommen. You don't have to do anything at all. You just enjoy being at home. Man muss überhaupt nichts tun. Man kann sich einfach freuen, daheim zu sein. In our daily life, we are very often lost in the past or in the future. Our body may be here, but our mind elsewhere. In unserem Alltag sind wir sehr oft verloren in der Vergangenheit, verirrt in der Zukunft. Unser Körper mag zwar da sein, aber unser Geist ist irgendwo anders. In meditation, we bring our body and mind together, and the breathing is a kind of bridge that link body to mind. In der Meditation bringen wir Körper und Geist wieder zusammen, und unser Atem ist eine Art Brücke, der Körper und Geist verbindet. Suppose you have been away from home for many years. Now you are home. What are you supposed to do when you are already home? Nehmen Sie an, Sie wären viele Jahre fort gewesen. Jetzt sind Sie heimgekommen. Was haben Sie zu tun, wenn Sie daheim sind? You are not supposed to do anything. You just enjoy being home. Man muss jetzt nichts mehr tun. Man kann sich einfach nur freuen, wieder daheim zu sein. And that is our practice during sitting meditation. You don't have to do anything. You just enjoy yourself, body and spirit together. You feel at home. Und das ist es, was wir in der Meditation machen. Wir müssen überhaupt nichts tun. Wir freuen uns nur, wieder daheim zu sein. Körper und Geist sind daheim. That is a kind of reunification, family reunification, because we are a family, body, mind, perceptions, feelings. We are now together, and we should enjoy being together in our home. Das ist wie ein großes Familientreffen, denn wir sind eine Familie, Körper, Geist, Wahrnehmungen, Gefühle, alles kommt zusammen, alles kommt heim, und wir können uns daran freuen, mit unserer ganzen Familie daheim zu sein. There are those of us who have tried very hard to go home, but once they are home, they have no capacity of enjoying home, so they try to get out of home again. Viele von uns bemühen sich sehr hart darum, heimzukommen. Und wenn sie dann endlich heimkommen, dann wissen sie nicht, was sie dort tun sollen. Und sie bemühen sich wiederum sehr hart, wieder wegzukommen. That is why enjoy breathing. Enjoy focusing your attention on your breathing can help you to stay home and to enjoy your home. Darum ist es, achtsam zu atmen und sich seines Atems zu freuen, die Art und Weise heimzukehren und auch die Art und Weise, sich seines Daheims zu erfreuen. So during the sitting meditation, don't try to do too much. Just try to enjoy being yourself at home, and therefore when you breathe in, you may say, I have arrived. And when you breathe out, you say, I am home. Wenn Sie also meditieren, dann strengen Sie sich nicht so an. Tun Sie nicht so viel. Kommen Sie einfach heim, freuen Sie sich, daheim zu sein, und Sie können sagen, einatmend bin ich angekommen, ausatmend bin ich endlich daheim. We will ask our brother to invite the bell to sound,
And we shall enjoy breathing in, say, I have arrived. And when we breathe out, we say, I am home. And that is a highly enjoyable practice. Wir laden jetzt den Bruder ein, die Glocke klingen zu lassen, und dann üben wir zusammen ein- und ausatmen. Wir sagen, einatmend, ich bin heimgekommen, ausatmend, ich bin zu Hause, ich bin daheim. Und das ist eine wunderbare Praxis, die man wirklich genießen kann. It may be that during the time we are away from home, we have got many wounds in our body and in our spirit. So when we are able to go home, we still feel the wound within ourselves. Wenn zu der Zeit, wo wir nicht daheim waren, ist es möglich, dass wir tiefe Wunden, tiefe Verletzungen erfahren haben in unserem Körper und in unserem Geist. Und wenn wir jetzt mit dem Atem wieder heimkehren, haben wir die Möglichkeit, diese Wunde zu fühlen, tief in unserem Inneren. So you may ask the question as, how can I enjoy being home if I still carry with me a lot of wounds in my body and in my soul? Nun könnte man sich fragen, ja, aber wie kann ich das Sitzen genießen, wenn ich doch immer noch so viele tiefe Wunden in meinem Körper und in meiner Seele trage? The answer is that being home and allow yourself to be home is a great opportunity to allow the wounds in you to heal. Die Antwort ist, daheim zu sein und wirklich sich daheim zu fühlen, ist die große Gelegenheit und die große Möglichkeit, die Wunden in Körper und Geist zur Heilung zu bringen. In your sitting meditation, please don't ask your body, your spirit to work hard. Allow them a chance to rest, just to be there together and allow them the chance to get healed. Und in der Sitzmeditation, in der Praxis, bitte gestatten Sie es Ihrem Körper, bitte gestatten Sie es Ihrem Geist, da zu sein, heimzukehren, Raum zu haben und sich heilen zu lassen. We know that there are people who need very much a rest, and they are not capable of resting. Wir wissen, wie viele Menschen es gibt, die dringend der Ruhe bedürfen und die sich einfach nicht zur Ruhe kommen können. All of us have wounds within our body and in our mind. We should learn how to rest, to allow our body and our mind to heal themselves. Wir alle tragen Wunden in unserem Körper und in unserem Geist. Und wir müssen es lernen, Ruhe zu finden, um diese Wunden heilen zu lassen. We have been running too much, searching for happiness, searching for this and that, and we have got wounded during the process of running and searching. So to be in a retreat is to allow ourselves and to learn the art of stopping, of allowing us that our opportunity for resting and healing. Wir sind alle zu viel rumgerannt auf der Suche nach Glück. Und in dieser hektischen Suche nach Glück
haben wir uns zutiefst verwundet in Körper und in Geist. Und auf einem Retreat zu sein, bedeutet, die Kunst zu lernen, anzuhalten, sich zu gestatten, Raum zu spüren, Ruhe zu finden, damit all die Wunden endlich heilen können. So, during this retreat, it's very important that each of us learn how to be able to rest and to allow our body and our mind to heal, so that after the retreat you'll be able to continue, because the process of healing takes time. Und auf diesem Retreat ist es das Wichtigste, dass wir alle die Kunst lernen, Ruhe zu finden, diesen Prozess der Heilung beginnen zu lassen, genug Ruhe zu finden, dass wir zu Hause damit fortfahren können. Denn dieser Prozess der Heilung braucht Zeit. Because the healing of every one of us, the healing of our body and the healing of our spirit is very basic for the healing of the earth. Denn unsere Heilung, die Heilung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen von uns, in Körper und Geist, ist wesentlich, ist eine wesentliche Voraussetzung für die Heilung der Erde. All of us are motivated by the desire to heal our planet. But if you don't know how to heal ourselves, and then you will not be able to help heal our planet. Wir sind alle motiviert von dem Wunsch, diesen Planeten zu heilen. Aber erst wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu heilen, können wir einen wahren Beitrag zur Heilung des Planeten leisten. All of us are children of the earth. And each of us in our body, in our mind, is an expression of the earth, because we contain the whole cosmos in us. Wir alle sind Kinder der Erde. Jeder einzelne von uns ist in Körper und Geist ein Ausdruck dieser Erde, denn wir alle tragen den gesamten Kosmos in uns. Each of us contain the water, the air, the earth, the fire, the stars, the moon, and the quality of the earth, the quality of the water, the quality of the air, the quality of the feelings, the emotions, the perceptions in us has to do very much with the quality of the air, of the water, of the earth around us. Wir alle haben die Erde, das Wasser, die Luft, das Feuer, die Sterne, den Mond in uns. Und die Qualität unserer Wahrnehmungen, unserer Gefühle, unserer Emotionen haben sehr viel zu tun mit der Qualität von Erde, Wasser und Luft um uns herum. It may be interesting to notice that in Buddhist psychology, we compare our consciousness with the earth. Es ist vielleicht nützlich zu wissen, dass wir in der buddhistischen Psychologie unser Bewusstsein mit der Qualität der Erde gleichsetzen. And there is the expression tam dia. Tam means mind, chitta, and dia means the earth. It means the soil of the mind. Because in Buddhism, we speak of the mind as the earth, containing all kinds of seeds in it. Und es gibt einen Ausdruck, der übersetzt heißt Geist, Erde.
Und beschreibt die Tatsache, dass unser Geist ist wie ein Acker, wie fruchtbare Erde, denn wir sehen unseren Geist als den Träger verschiedenster Samen. The lower level of our consciousness is called store consciousness. Dieser untere Teil des Bewusstseins, den nennen wir auch Speicherbewusstsein. There is a bodhisattva whose name is Earth Store Chittigarbha. Es gibt einen Bodhisattva, dessen Name übersetzt heißt Erdspeicher, Chittigarbha. This is the earth in every one of us, because in that earth are buried a multitude of seeds called bija. Das ist die Erde in allem von uns, denn in diesem Teil unseres Bewusstseins sind alle möglichen Samen gespeichert, oder Bija. We have all kind of seeds in our store consciousness. The seed of joy, the seed of sorrow, the seed of enlightenment, the seed of forgetfulness. Wir haben in unserem Speicher alle möglichen Samen. Die Samen der Freude, die Samen des Schmerzes, den Samen der Erleuchtung und alle anderen. We have the seed of sorrow, the seed of joy, the seed of love and the seed of hatred in us. Wir haben die Samen der Freude, die Samen der Sorge, die Samen der Liebe und Samen des Hasses in uns. We are a happy person if every day the beautiful seed in our store consciousness is water and taken good care of. Und wir haben die Verantwortung, wenn jeden Tag die guten Samen in uns, die Samen der Freude genährt werden und wir für gut für sie sorgen. We will be an unhappy person if every day the bad seeds in our store consciousness is watered by us or by the people around us. Dann sind wir glücklich. Wenn aber die Samen, die schlechten Samen, die Samen des Hasses und der Sorge von uns oder von unserer Umgebung, die Menschen, die uns umgeben, genährt werden, dann sind wir unglücklich. And that is why store consciousness is sometimes called by another name, Sattva Bijaka. It means the totality of the seeds. Und darum heißt dieses Speicherbewusstsein auch mit einem anderen Namen die Gesamtheit der Samen. Bijaka is seed. Sattva means all the seeds. Sattva heißt alles, Bijaka die Samen, also die Gesamtheit der Samen. But in us, there is another consciousness which is compared to a gardener, the one who is taking care of the earth. It's called mind consciousness. Und dann gibt es einen anderen Teil unseres Bewusstseins, den man mit dem Gärtner vergleichen kann. Demjenigen, der sich also um diesen Erdanteil kümmert. Und das nennen wir Geistbewusstsein. And in order to practice taking care of our store consciousness, we need to mobilize our mind consciousness. We should be able to mobilize the gardener in us. Und um unser Speicherbewusstsein, um uns darum zu kümmern, um uns darum zu sorgen, müssen wir das Geistbewusstsein in uns mobilisieren. Wir müssen sozusagen den Gärtner in uns wecken. When the seed of joy is watered, it will bloom on the level of mind consciousness. Wenn der Samen der Freude genährt wird,
dann wird er erblühen im Geistbewusstsein. And that is why the gardener mind consciousness has to be able to identify the seat of joy down here and try to touch it, to water it, for it to have a chance to bloom on the area of mind consciousness. Und darum muss der Gärtner, das Geistbewusstsein, die Kunst lernen, die Samen der Freude dort unten zu erkennen, sie zu berühren, sie auf die richtige Weise zu nähren, damit sie wachsen und im Geistbewusstsein erblühen können. In our daily life, we don't make the best use of the gardener, and we allow the negative seeds in our stored consciousness to be watered many times a day. In unserem Alltag machen wir nicht den besten Gebrauch von unserem Gärtner und immer wieder lassen wir die schlechten Samen genährt werden und wachsen und in unserem Bewusstsein, unserem Geistbewusstsein hochkommen. During our conversation with another person, if we are not mindful, we will allow the conversation to touch and to water the negative seeds in us. Wenn wir zum Beispiel mit einem anderen Menschen sprechen und nicht achtsam und bewusst sind, dann kann eben dieses Gespräch genau die negativen Samen in uns nähren. And if we read a magazine without mindfulness, we may allow the negative seeds in us to be watered by the article in the magazine. Genauso, wenn wir eine Illustrierte lesen, ohne Achtsamkeit, dann ist es leicht passiert, dass ein Artikel, ein Beitrag negative Samen in uns nährt. When we turn on our television set, we may risk the suffering that the seed of violence, of hatred, of craving in us be watered by the television program. Und wenn wir den Fernseher einschalten, dann laufen wir das Risiko, dass negative Samen, Samen der Gewalt, Samen des Hasses und Samen des Begehrens durch das Fernsehen in uns genährt werden. And if we allowed the negative seeds in us to be watered in that way every day, the phenomena of intoxication will take place, and we will have to bear the effects of that kind of watering. Und wenn wir so auf diese Weise jeden Tag achtlos mit diesen Dingen umgehen, dann wird eine Vergiftung stattfinden und wir werden die negativen Folgen dieser Vergiftung tragen müssen. If someone got a depression, if someone got a mental illness, that is because in the past that someone has been exposed to the kind of negative watering of the bad seeds within himself or herself. Wenn jemand eine Depression hat, wenn jemand unter einer geistigen Störung leidet, dann ist es das Ergebnis, dass dieser Mensch in der Vergangenheit einer Situation ausgesetzt gewesen ist, in der diese negativen Samen genährt worden sind und wachsen konnten. And that is why we should be able to practice self-protection with mindfulness. Und das ist der Grund, warum wir unsere Achtsamkeit entwickeln müssen, zum Selbstschutz. Mindfulness helps us to realize, to know if the negative seeds in us are watered or not. Achtsamkeit hilft uns, sofort zu erkennen, wenn negative Samen in uns genährt werden. And if we know that some negative seed in us is being watered, mindfulness helps us to stop
to stop that kind of watering at once. Und wenn unsere Achtsamkeit erkennt, dass negative Samen genährt werden, dann kann dieselbe Achtsamkeit uns helfen, damit sofort aufzuhören. Sofort aufzuhören, diese negativen Samen weiter zu nähren. And to practice also means to organize our daily life so that the positive seeds in our store of consciousness will have a chance to be watered every day. Und zu üben, zu praktizieren bedeutet auch, unser Leben so einzurichten, dass jeden Tag die positiven Samen in unserem Speicherbewusstsein Nahrung finden und wachsen können. If you love someone, the practice is not to water the negative seeds in him or her. Wenn Sie einen anderen Menschen lieben, dann besteht Ihre Übung darin, im anderen nicht die negativen Samen zu nähren. If you really love him or her, try to recognize the positive seeds in that person and practice watering these seeds every day. Wenn Sie ihn oder sie wirklich lieben, dann schauen Sie nach den positiven Samen in diesem Menschen und üben Sie jeden Tag, sich darin diese positiven Teile, diese positiven Samen zu nähren und zu fördern. According to the Buddhist teaching, each person has all kind of seeds within himself or herself, all the negative seeds and also all the positive seeds. Gemäß der buddhistischen Lehren hat jeder Mensch alle diese Samen in sich, und zwar alle positiven und sämtliche negativen Samen. And therefore you cannot say that you don't have the seed of happiness in you. That's not true. Und aus diesem Grund kann man gar nicht sagen, man habe nicht den Samen des Glücks in sich, denn das wäre nicht wahr. You cannot say that in the person of your beloved one there is no seed of joy, peace and happiness. That is not true. Sie können nicht sagen, in dem Menschen, den Sie lieben, gäbe es den Samen von Freude, Friede und Glück nicht. Das wäre nicht wahr. These beautiful seeds are always there, only they are weak because they have been buried so long under many layers of suffering. All diese wunderbaren Samen sind da. Sie sind nur begraben unter vielen, vielen Schichten des Leidens. If you are really the person who really love and care, and then you may be the first person, the first one who are able, who is able to touch these seeds for the first time and help them to bloom on the level of mind consciousness. Und wenn Sie der Mensch sind, der wirklich liebt, und der andere Mensch Sie liebt, dann sind Sie vielleicht der erste Mensch, dem es gelingen kann, durch all diese Schichten des Leidens hindurchzureichen und diese wunderbaren Samen zum ersten Mal zu berühren, sie zu nähren und ihnen zu helfen, an die Oberfläche zu kommen. So you might go to tell the person you love like this. My beloved one, if you really love me, please don't water the negative seeds in me every day. Please water only the positive seeds in me. Und wenn Sie den anderen Menschen wirklich lieben, dann gehen Sie vielleicht zu ihm oder zu ihr und sprechen Sie folgendermaßen: Liebling, wenn du mich wirklich liebst, dann bitte nähre nicht die negativen Samen in mir, sondern bemühe dich, immer nur die heilsamen und positiven Dinge in mir zu sehen und die guten Samen zu nähren. We can therefore say that the practice here is the practice of selective watering of seeds. Wir könnten vielleicht sagen, dass die Praxis hier darin besteht, diese Samen der Freude selektiv zu nähren. You have to take good care
of the earth inside of you by practicing very carefully the practice of selective watering. Sie müssen sich um das Feld, um die Erde in sich sehr, sehr gut kümmern, indem Sie ganz sorgfältig und ganz genau das selektive Gießen der Samen praktizieren. And then you need also the help of those around you. Und dazu brauchen Sie auch die Hilfe der Menschen, die mit Ihnen sind. Ask them to practice the same. Bitte sie, immer wieder dasselbe zu tun. And if you practice this selective watering for a few months, we will see a difference, a transformation within our store consciousness, also within our mind consciousness. Und wenn Sie diese Praxis einige Monate nur üben, aufrichtig üben, dann werden Sie ganz sicher einen Unterschied, eine Veränderung merken in Ihrem Speicherbewusstsein und auch in Ihrem Geistbewusstsein. Within all schools of Buddhism, people agree that the practice of mindfulness is the heart of the practice of Buddhist meditation. Alle Schulen des Buddhismus stimmen darin überein, dass Achtsamkeit das Herz jeder buddhistischen Meditationspraxis sein muss. Mindfulness is there in our store consciousness in the form of a seed. Achtsamkeit befindet sich auch in unserem Speicherbewusstsein, auch in Form eines Samens. Mindfulness is the capacity of being aware of what is happening in the present moment. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, sich bewusst zu sein, was im gegenwärtigen Moment ist. When we are able to generate the energy of mindfulness, we have a kind of energy that will be able to protect us. Wenn wir in der Lage sind, die Energie der Achtsamkeit in uns zu erzeugen, dann haben wir eine Energie, die uns schützen wird. What kind of protection are we talking here? You protect yourself so that the negative seeds in you will not be watered. Über welche Art Schutz sprechen wir hier? Wir schützen uns davor, dass die negativen Samen weiter genährt werden. There are six gates to which the suffering, the afflictions, the poisons can come into our store consciousness. Es gibt sechs Tore, durch das die Anhaftungen, die Störungen und die Gifte in unser Speicherbewusstsein kommen können. Eyes, ear, nose, tongue, body and mind. Sind die Augen, die Ohren, die Zunge, der Körper und der Geist. Mindfulness is somehow like a sentinel posted at the door of the six senses. Soeben habe ich noch die Nase vergessen. Und Achtsamkeit ist wie ein Torwächter, der an jedem dieser sechs Tore Wache steht. And every time the toxin is recognized and then it will be prevented to enter into the kingdom of our thought consciousness. Und jedes Mal, wenn
von diesen Torwächtern ein Giftstoff erkannt wird, dann wird verhindert, dass er in das Königreich unseres Speicherbewusstseins eindringen kann. And that is why the practice is to touch the seat of mindfulness here, so that it will be manifest here in the upper level of our consciousness, serving as the energy to shine on the six doors. Und darum besteht die Übung darin, diesen Samen der Achtsamkeit im Speicherbewusstsein zu berühren, zu nähren, so dass er wachsen kann und in unserem Geistbewusstsein erblüht und seine Arbeit aufnehmen kann, Licht auf die Tore zu werfen. You may practice touching the seat of mindfulness in you by the practice of mindful breathing, mindful walking, or mindful sitting. Sie können die Arbeit des Berührens des Samens der Achtsamkeit in sich ausführen durch achtsames Atmen, achtsames Gehen oder achtsames Sitzen. Suppose you are practicing sitting meditation in order to enjoy being home, and suddenly there is a force in you pushing you to leave your home. Nehmen Sie an, Sie üben Sitzmeditation, um sich des Daheimseins zu erfreuen, und plötzlich spüren Sie eine Kraft in sich, die Sie von zu Hause vertreiben will. You know that being home, you have the opportunity to heal your body and your mind, and you really want to rest at home. But below, there is a kind of force that is pushing you to leave your home again. Sie wissen, dass um ihre Wunden zu heilen, es nötig ist, daheim zu bleiben. Und sie möchten bei sich bleiben, zu Hause bleiben. Und dennoch kommt eine Kraft von unten, die sie drängt, ihr Heim wieder zu verlassen. So if the energy of mindfulness is there, you are protected from that kind of risk, because you realize right away that there is a tendency to get you out of home again. Und wenn Sie dann Achtsamkeit haben, dann sind Sie geschützt, weil Sie augenblicklich bemerken, dass da eine Kraft ist, die Sie von zu Hause vertreiben möchte. The practice of mindful breathing while you sit is a wonderful means for you to continue to stay home and to prevent you from running away from home. Die Übung des achtsamen Atems, während Sie sitzen, ist ein wunderbares Mittel für Sie, daheim zu bleiben und sich nicht aus Ihrem Zuhause vertreiben zu lassen. The continuous practice of mindful breathing helps you to continue to generate the energy of mindfulness on the level of mind consciousness. Die andauernde Praxis des achtsamen Atems hilft Ihnen, den Samen der Achtsamkeit zu berühren und die Achtsamkeit im Geistbewusstsein andauernd präsent sein zu lassen. Mind consciousness is like the living room, and soul consciousness is like the basement of our home. Das Geistbewusstsein ist wie das Wohnzimmer und das Speicherbewusstsein ist wie der Keller unseres Zuhauses. If the energy of mindfulness is already here, and if a negative seed from here manifests itself, and then mindfulness will be able to recognize its presence right away. Wenn Achtsamkeit bereits in unserem Wohnzimmer sozusagen vorhanden ist und dann ein negativer Same auskeimt und auch dort oben sichtbar wird, ist die Achtsamkeit augenblicklich da, um sich darum zu kümmern.
Because mindfulness is the capacity of being aware of what is happening in the here and the now. Denn wir haben gesagt, Achtsamkeit ist die Fähigkeit, sich bewusst zu sein, was im Hier und Jetzt geschieht. So if the seat of thinking about the project, for instance, is manifested here, mindfulness will say, hello there, I know that you are there, the seat of my thinking about the projects. And if you are able to recognize its presence, it will not be able to continue. It will go down here again. Wenn also der Gedanke an unsere Projekte, unsere Besessenheit von unseren Projekten wieder sichtbar wird, dann ist Achtsamkeit schon da und sagt, hallo, ich kenne dich, Gedanke meiner Projekte. Und sobald dieser Gedanke erkannt ist, kann er nicht mehr wirklich wirksam werden. So during the whole time of your sitting or walking, you continue to generate the energy of mindfulness in order to protect yourself. Und in jeder Übung der Achtsamkeit, sei es Atmen, sei es Sitzen, sei es Gehen, erzeugt man immer wieder und andauernd die Energie der Achtsamkeit, um sich zu schützen. And with the energy of mindfulness here, you may like to practice mindful, selective touching. You touch only the positive seeds in you. Und mit dieser erwachten Kraft der Achtsamkeit kann man dann sich entscheiden, dass selektive Berühren der Samen zu üben und man wird sich bemühen, nur die heilsamen und die positiven Samen in sich zu nähren. You know the seeds of compassion, of love, of forgetfulness, of tolerance, of joy are always there in your store consciousness, and with the energy of mindfulness, you are practicing touching these seeds in order to give them a chance. Weil wir wissen ja, dass die Samen von Mitgefühl, die Samen der Liebe, die Samen der Toleranz, des Verstehens andauernd vorhanden sind in unserem Speicherbewusstsein. Und mit Achtsamkeit können wir selektiv üben, genau diese Samen zu fördern. Every time a wonderful seed is touched, it will manifest itself on the level of mind consciousness. Und jedes Mal, wenn ein Same so berührt wird, dann wird er sich auf der Ebene des Geistbewusstseins sichtbar machen. Er wird dort manifest werden. I'm a wonderful seed is touched. It will manifest itself on the level of mind consciousness. Und jedes Mal, wenn ein Same so berührt wird, dann wird er sich auf der Ebene des Geistbewusstseins sichtbar machen. Er wird dort manifest werden. Mindfulness recognizes the manifestation of the good seed. It will embrace it. It will welcome it. It will help us, help that seed to grow both on this level and down there the other level. Und Achtsamkeit wird das Erscheinen dieses heilsamen Samens sofort bemerken. Achtsamkeit wird die Erscheinung begrüßen, wird sie umarmen und wird dafür sorgen, dass das Wachstum noch weiter gefördert wird, und zwar auf der Ebene des Geistbewusstseins als auch unten im Speicherbewusstsein. According to the teaching of Buddhist psychology, every time a seed has the opportunity to manifest itself here, its base will be strengthened down here. Und gemäß der buddhistischen Psychologie ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Same oben erblüht und sichtbar wird, wird seine Wurzel unten, sein Fundament jedes Mal gestärkt und fester. Suppose
We practice touching the seat of compassion in us every day. Nehmen wir mal an, wir würden täglich den Samen des Mitgefühls in uns nähren. And we practice as individual, and we can at the same time practice with a group, so that the seed of compassion can grow more and more important every day. Und das üben wir für uns allein, und wir üben es auch in der Gemeinschaft, in einer Gruppe von Menschen. Und auf diese Weise wird der Same der Achtsamkeit in uns immer stärker, von Tag zu Tag wird er wachsen. We know that those of us who have the energy of compassion in ourselves are able to relate to humans and to other species on earth in a much easier way than those who don't have enough compassion in their heart. Und wir wissen, dass wir den Samen des Mitgefühls haben, und wenn wir ihn entwickeln, dann können wir uns anderen Menschen und anderen Lebewesen gegenüber sehr viel offener und einfacher verhalten als die Menschen, die nicht um den Samen des Mitgefühls in ihrem Herzen wissen. And a person who can relate to humans and other living beings does not suffer as much as the person who is not able to relate to anyone around him or her. Ein Mensch, der sich so mit Menschen umgehen kann, mit Mitgefühl mit Menschen und mit Lebewesen um ihn herum umgehen kann, wird nicht so viel leiden wie ein anderer Mensch, der diese Umgangsform nicht kennt. According to my experience, your happiness depends on the amount of compassion you have within yourself. Nach meiner Erfahrung hängt das Maß des eigenen Glücks davon ab, wie viel Mitgefühl man in sich geweckt hat. Without the energy of compassion in yourself, you are completely cut off from the world. You are very alone. Ohne die Energie des Mitgefühls in sich geweckt zu haben, ist man völlig von der Welt abgetrennt. Man ist sehr einsam. But once you can relate to other living beings in the world, you will no longer feel cut off, and happiness become something possible for you. Aber sobald man Mitgefühl entwickelt hat und sich so auf die anderen Lebewesen bezieht, wird man nie wieder einsam sein und viel leichter glücklich. And that is why the practice of touching the seat of compassion in you every day is a very important practice of happiness. Und darum ist das Berühren des Samens des Mitgefühls in sich, und zwar täglich, eine unglaublich wichtige Praxis des Glücklichwerdens. When the seed of compassion is manifested here, up here in the mind, in the living room, and then the landscape of the mind consciousness is joyful, is beautiful, and it makes happiness possible. Wenn der Same des Mitgefühls oben im Geistbewusstsein, im Wohnzimmer lebendig geworden ist, dann wird die gesamte Landschaft des Geistes wunderschön, und es wird ganz leicht, glücklich zu sein. It is like you have invited a very refreshing, happy, beautiful person into your living room. The whole landscape of the living room is pleasant, and you enjoy it. Es ist so, als hätte man eine wunderbare, fröhliche, erfrischende und herzliche Person in sein Wohnzimmer eingeladen. Das ganze Wohnzimmer ist verwandelt, die ganze Atmosphäre wird leicht und glücklich. Your mindfulness can do the work of inviting a beautiful seed to manifest. Und Ihre Achtsamkeit
kann die Arbeit tun, einen schönen Samen einzuladen, sichtbar zu werden. And brothers and sisters who practice like you, sitting close to you, might help you to do the same thing. It means their mindfulness can help you to touch and invite the best things within your stored consciousness to manifest. Und Brüder und Schwestern, die mit dir üben, die in deiner Nähe sitzen, können dasselbe tun und können dich darin unterstützen, diese heilsamen Samen zu berühren und in deinem Geistbewusstsein zum Vorschein kommen zu lassen. You might practice that even if you know the blocks of pain and suffering are still buried deeply in the soil of your stored consciousness. Und das kannst du üben, selbst wenn du weißt, dass da unten auch noch eine ganze Menge schwarze Samen, Samen des Sorgen, Samen des Schmerzes liegen in deinem Speicherbewusstsein. We should not say that how can I be able to be happy if the blocks of pain, of sorrow are still very much alive in me. Wir sollten gar nicht fragen, wie kann ich denn glücklich sein, wenn ich doch weiß, dass da unten ganz viele Samen des Sorgen und des Schmerzens immer noch in mir liegen. Because these blocks of pain, of sorrow, there are times when they consent to slip quietly down there in the depth of our consciousness. Es gibt Zeiten, in denen diese Samen des Schmerzes und des Leidens ganz zufrieden sind, dort unten in der Tiefe unseres Speicherbewusstseins zu schlafen. And during these times, it is possible for us to go down here and touch the positive seeds and invite them to come up. Und solange diese Samen dort unten schlafen, ist es für uns möglich, herabzusteigen und die Samen des Heilsamen, die Samen der Freude zu berühren und einzuladen in unser Geistbewusstsein. In the case a block of pain down here without being invited try to emerge by itself alone on the level of consciousness. Nehmen wir mal an, jetzt würde ein Block des Schmerzes dort unten wach und ohne eingeladen zu sein, aus eigener Kraft würde dieser Block des Schmerzes in unser Geistbewusstsein vordringen. In that case, mindfulness will not practice the policy of suppression. Mindfulness will practice also the practice of recognizing the suffering that has manifested itself. In diesem Fall würde die Achtsamkeit niemals unterdrückende Arbeit tun, sondern die Achtsamkeit würde auch in diesem Fall das Erkennen üben. Er würde diesen Schmerz, der sichtbar geworden ist, erkennen. Mindfulness will play the role of a mother, a loving mother, embracing tenderly the block of pain within her arms. Achtsamkeit würde sein wie eine Mutter, wie eine liebende Mutter, und würde diesen Block von Schmerz zärtlich in ihre Arme fassen. In this case, the object of mindfulness is no longer a source, the object of happiness, but it is the pain within yourself. Und in diesem Fall ist das Objekt der Achtsamkeit nicht mehr ein glückliches, sondern jetzt ist es der Keim des Schmerzes in dir. Suppose her name is despair. Nehmen wir an, ihr Name ist Verzweiflung. Mindfulness of despair
That is our practice. Dann ist unsere Praxis achtsam, sich der Verzweiflung bewusst zu sein. Breathing in, I know despair is in me. Breathing out, I am embracing my despair. Einatmend weiß ich um die Verzweiflung in mir. Ausatmend umarme ich diese Verzweiflung. There is no tendency to suppress your pain. There is only the willingness to take good care of your pain. Es gibt nicht den Versuch, den Schmerz zu unterdrücken, nur die Bereitschaft, sich gut um diesen Schmerz zu kümmern. In this practice, not only mindfulness is you, not only compassion is you, but despair is also you. You have to take good care of yourself. In dieser Praxis ist nicht nur das Mitgefühl du, nicht nur die Achtsamkeit du, sondern du bist auch die Verzweiflung. Und du musst dich gut um diese Verzweiflung kümmern. The mother who is working in the kitchen, hear the baby crying, so she leave the kitchen. She goes into the room of the baby, and she pick the baby up and hold the baby tenderly into her arms. Wenn die Mutter in der Küche arbeitet und plötzlich das Baby schreien hört, dann lässt sie alle Arbeit in der Küche liegen, geht zu ihrem Kind, nimmt es auf und hält es zärtlich im Arm. Mindfulness does exactly the same kind of thing. Ganz genauso, ganz genau dasselbe tut die Achtsamkeit. Mindfulness is the energy that must be there when your pain manifests itself. Achtsamkeit ist die Energie, die vorhanden sein muss, wenn der Schmerz spürbar wird. In a case the pain manifests itself, mindfulness should be there to take care of the pain. If you don't have mindfulness, it's like the baby suffering without the presence of a mother. Wenn Schmerz manifest wird, dann muss die Achtsamkeit schon da sein, um sich um diesen Schmerz kümmern zu können. Ansonsten wäre es so, dass das Kind leidet, ohne dass die Mutter da ist, um zu helfen. If you continue to practice mindful breathing or mindful walking and embracing your pain, there you will get a relief. Wenn man achtsam atmen übt, achtsam gehen übt und so den Schmerz umarmt, dann wird man Linderung spüren. According to my practice, to my experience, that is the best thing you can do when suffering manifests itself in you. Nach meiner Erfahrung und aus meiner Praxis habe ich gelernt, dass das das Beste ist, was man tun kann, sobald Leiden manifest wird. With the energy of mindfulness, you accept your pain, you hold your pain tenderly. With the energy of mindfulness. Mit der Energie der Achtsamkeit akzeptierst du deinen Schmerz und du umarmst deinen Schmerz zärtlich mit Achtsamkeit. Mindfulness is considered to be the energy of the Buddha. If the Buddha is there, you are safe. Achtsamkeit ist die Energie des Buddha. Und wenn der Buddha da ist, bist du in Sicherheit. Mindfulness, the energy of mindfulness, contains within itself the power to relieve, to calm. Achtsamkeit, die Energie der Achtsamkeit, trägt die Kraft in sich, zu lindern, zu beruhigen. The mother
needs only to hold the baby tenderly in her arms, and in just a few minutes, the baby already feel much better. So wie die Mutter das Kind nur hochnehmen muss und ein paar Augenblicke zärtlich im Arm halten muss, und das Kind fühlt sich schon viel besser. Because the energy of tenderness of loving from the mother has been penetrating into the baby. Denn die Energie der Achtsamkeit hat sich, so wie die Liebe der Mutter, ist in das Kind hineingegangen, hat das Kind voll und ganz umfangen und durchdrungen. And if the mother continues to hold the baby like that, a few minutes later she'll be able to find out the cause that has made the baby suffer. Und wenn die Mutter ihr Kind für einige Zeit einfach so zärtlich hält, dann wird sie auch den Grund finden, warum das Kind geweint hat. If you keep practicing mindful breathing, mindful walking, and hold the pain, your pain, dearly, and then later on, you may be able to find out how the suffering has come to be in you. Wenn Sie achtsam atmen und Ihren Schmerz zärtlich mit Ihrer Achtsamkeit umarmen, werden Sie nach einer Zeit herausfinden, woher der Schmerz kommt, wie er zu Ihnen gekommen ist. The energy of mindfulness has the power of calming, of relieving the suffering, and of healing. Die Energie der Achtsamkeit hat die Kraft zu lindern, zu heilen und das Leiden ganz und gar zur Ruhe zu bringen. The energy of mindfulness is the energy of the Holy Spirit. Die Energie der Achtsamkeit ist die Energie des Heiligen Geistes. We all are able to recognize the Holy Spirit when it is there. Wir alle können den Heiligen Geist entdecken, wenn sie da ist. To me, the Holy Spirit is the energy to recognize, to understand, to accept. Für mich ist der Heilige Geist die Energie zu erkennen, zu verstehen, to love and to heal, und die Energie zu lieben und zu heilen. Mindfulness is that kind of energy. If we know how to embrace our pain, mindfulness will be able to soothe, to recognize, to soothe, to calm, to heal. Und Energie hat die Kraft, wenn wir unseren Schmerz mit Achtsamkeit, der Energie der Achtsamkeit umarmen, dann hat die Achtsamkeit die Kraft zu lindern, zu verstehen und schließlich zu heilen. And that is why it's so crucial that in our daily life we learn how to cultivate the energy of mindfulness. Und darum ist es so wesentlich, dass wir in unserem Alltag lernen, die Energie der Achtsamkeit zu pflegen. We have learned the practice of sitting and of walking in mindfulness. Wir haben die Praxis gelernt, zu sitzen und zu gehen und glücklich zu sein dabei und achtsam. Eating is also a wonderful practice of mindfulness. Aber auch das Essen ist eine wunderbare Achtsamkeitsübung. We spend half an hour, 45 minutes eating in mindfulness. Wir nehmen uns eine Dreiviertelstunde, um in Achtsamkeit zu essen. We eat in such a way that peace and happiness be possible during the time of eating. Und wir essen auf eine Weise, dass Frieden und Glück
während unseres Essens möglich sind. During the time of eating, the object of our mindfulness is the food we eat and also the community of practice that surrounds us. Während dieser Übung ist das Objekt unserer Achtsamkeit das Essen und auch die Gemeinschaft der Menschen, die mit uns essen. We do not allow the thinking to carry us back to the past or to suck us into the future. We just enjoy being there in the present moment, enjoying the food and the sangha that is with us. Wir lassen es nicht zu, dass unser Denken uns in die Vergangenheit zerrt oder in die Zukunft saugt, sondern wir sind einfach da, genießen das Essen und die Gemeinschaft der Sangha, der Freundinnen und Freunde, die mit uns essen. Eating like that is also very healing. Und so zu essen ist ebenfalls äußerst heilsam. You sit in a very relaxing way, so that you feel at home during the whole time of eating. Wieder sitzt man ganz entspannt und gelassen, so dass man sich während des ganzen Essens wirklich zu Hause fühlt. And during the time of eating, eating is the most important thing to do. Und während der Zeit des Essens ist das Wichtigste, was man zu tun hat, zu essen. Picking a piece of string bean. You look at it in such a way that the piece of string bean reveals itself to you entirely. Wenn man eine grüne Bohne aufnimmt, dann schaut man sie sich so an, dass die grüne Bohne sich einem ganz und gar offenbart. If you are really there, 100%, and then the piece of string bean will reveal herself to you entirely, she is an ambassador of the whole cosmos. Und wenn du dann voll und ganz da bist, dann wird die grüne Bohne sich dir ganz und gar offenbaren und du wirst erkennen, dass sie eine Botschafterin des gesamten Kosmos ist. 1 second is enough for you to touch deeply the piece of string bean. Eine Sekunde ist völlig ausreichend, dass du diese grüne Bohne wirklich tief berühren kannst. And you may see that the piece of string bean contains within itself the sun, the cloud, the rain, the earth, namely the whole cosmos. Und wenn du so schaust, wirst du in einem Augenblick erkennen, dass diese grüne Bohne den Sonnenschein, die Wolke, den Regen, die Erde, schließlich den gesamten Kosmos in sich birgt. Don't put the piece of string bean into your mouth before the piece of string bean has revealed itself to you in that way. Und stecken Sie sich die grüne Bohne nicht in den Mund, bevor sie nicht sich Ihnen ganz und gar offenbaren konnte. And when you put it into your mouth, be sure to put only the piece of string bean and not your worries, your projects. Und wenn Sie sich dann in den Mund stecken, dann passen Sie auf, dass Sie nur die grüne Bohne in den Mund stecken und nicht gleichzeitig mit ihr all Ihre Sorgen und Ihre Projekte. And while you chew the piece of string bean, you get in touch with the whole cosmos through the piece of string bean. Und wenn Sie so wirklich die grüne Bohne essen, dann kommen Sie mit dieser Bohne in Kontakt mit dem gesamten Kosmos. You see that the whole cosmos has come to you in order to nourish you. Du wirst erkennen, dass der ganze Kosmos zu dir gekommen ist, um dich zu nähren. And eating the piece of string bean like that, you are entirely alive, and joy, and peace, and happiness become possible. Und wenn du diese Bohne so isst, dann bist du voll und ganz da, lebendig, und Glück wird möglich. And chewing the piece of string bean like that, you nourish your peace, your joy. Und wenn du dann die grüne Bohne so kaust, dann nährst du deinen Frieden, dein Glück und deine Freude. You sit there and enjoy your food and the community of practice,
and you transform the place of eating into the land of the Buddha, into the kingdom of God. Und du sitzt dort, freust dich des Essens, freust dich der Gemeinschaft deiner Freundinnen und Freunde und verwandelst so den gesamten Raum in ein reines Buddha-Land, in das Königreich Gottes. And mindfulness allows you to be a free person. Und deine Achtsamkeit lässt dich ein freier Mensch sein. We are not talking about political freedom. We are talking about spiritual freedom here. Hier reden wir jetzt nicht von politischer Freiheit. Wir reden von spiritueller Freiheit. If we are really there, and then we are free from all afflictions, our projects, the past and the future that allowed the peace of string bean to be real and that allowed you to be real and alive in the moment. Du bist dann frei von all deinen Hindernissen, von der Vergangenheit, von der Zukunft, und dann kann sich die grüne Bohne dir wirklich enthüllen und du kannst voll und ganz da sein und das Essen genießen. And during the whole time of eating, mindfulness again is our practice. Also auch während des gesamten Essens ist Achtsamkeit unsere Praxis. You might not feel comfortable when you first practice eating like that, but for us in Plum Village, we eat like that all year round. And we would not exchange that style of eating with any other kind of style of eating. Wenn Sie mit dieser Übung anfangen, dann mag Ihnen das zuerst eigenartig vorkommen und sich nicht so richtig, Sie mögen sich nicht so richtig wohlfühlen mit dieser Art des Essens. Aber zum Beispiel für uns in Plum Village, die wir immer so essen, wir würden das um keinen Preis mit irgendeiner anderen Art des Essens, mit irgendwelchen anderen Leuten eintauschen wollen. During the time of eating, we keep silent, we don't talk, and yet joy, happiness are there, and we feel that we are together in a very alive moment of our daily life. Während wir essen, herrscht immer Schweigen. Niemand spricht während des Essens. Und wir haben die ganze Zeit ein sehr lebendiges Gefühl, Teil einer glücklichen Gemeinschaft zu sein, wirklich die anderen, die Anwesenheit der anderen zu spüren. Later on, after the retreat, you might try a few minutes of silent eating like that every meal, and you will appreciate that practice of mindful eating. Und nachdem Sie es in diesem Retreat gelernt haben, werden Sie es vielleicht fortsetzen wollen und wo immer Sie sind, wenigstens einige Augenblicke Ihr Essen in Schweigen zu genießen. Und Sie werden sehen, dass Sie diese Art zu essen sehr genießen werden.